Ein abgeerntetes Reisfeld in Vietnam steht in Flammen. In dem südostasiatischen Land ist es üblich, das Stroh der Reispflanzen nach der Ernte abzubrennen. Klimafreundlich ist das nicht gerade. Bleibt das Stroh auf den Feldern, schadet das dem Klima ebenfalls, weil Bakterien die Überbleibsel der Reispflanze zu Methan zersetzen. Das ist ein großes Problem, denn der Reisanbau trägt zu 10% der jährlichen Methanemissionen bei. Methan ist viel klimaschädlicher als Kohlendioxid. Mehrere Initiativen in dem Land wollen das ändern, indem sie das Stroh sinnvoll nutzen, zum Beispiel als Nährboden für Pilze. Wir können das Stroh jetzt verkaufen oder Pilze darauf anbauen und so zusätzlich Geld verdienen. Man kann sogar den Abfall der Pilzfarmen kaufen und als organischen Dünger verwenden. Maschinen helfen den Bauern bei ihrer Arbeit. In den vergangenen Jahren sind bessere Maschinen entwickelt worden wie der Strohroller. Deshalb wird jetzt viel weniger Stroh abgebrannt, obwohl ich da jetzt keine Statistik habe. Viele Bauern haben jedenfalls damit begonnen, das Stroh aufzusammeln, um daraus Nutzen zu ziehen. Forscher in Vietnam arbeiten auch an anderen Methoden, um den Methanausstoß im Reisanbau zu reduzieren. Klimaneutral wird der Reisanbau aber wohl nie werden.